Jo, wunderschönen guten Abend, meine Schulden Spritzack. Ronny ist hier am Start, zusammen mit dem Monster. Hallo. Wie ihr hier sehen könnt, 31 Tage, 16 Stunden und so weiter, war im Video ziemlich gleich, weil wir haben jetzt nur eine 10 Minuten Pause gemacht und direkt das nächste Video aufgenommen, weil es halt einfach geil ist, wenn man so dicke Kiste aufmachen kann und es einfach, keine Ahnung. Ich bin da selber auch mehr gehypt, wenn man einfach hier fröhlich rummachen kann und zock, zock, zock und hier und da und ne? Gambling ist natürlich trotzdem ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt und macht da lieber einen Spaßing draus. Also lieber mal 10er oder 20er aufladen oder zusammen mit Kumpels irgendwie. Du hast bei mir damals auch angefangen und das ist irgendwie noch vertretbar. Haut da nicht euren halben Monatslohn rein, ne? Das ist Quatsch. Promocode ist Crony. Danke, dass du nachfragst, Sonze. Könnt ihr natürlich trotzdem gerne benutzen, wenn ihr mal so einen entspannten Abend macht. Ja, wir machen heute die Kisten auf. $1,450. Ich erkläre das Video, jedes Video immer ganz kurz. Eigentlich bekomme ich keine $1,400 pro Video gesponsert, sondern $200 bis $250 pro Video gesponsert. Hab aber die komplette Kohle von 6 Videos zusammengepackt, mach immer alles auf einmal auf, verkaufe am Schluss wieder alles und nächstes Video geht's weiter. Und nach insgesamt 6 Videos sieht man dann, was bei rumgekommen ist, ne? So, jetzt auf jeden Fall mal der Plan. Oder 5 Videos. Ne, ich glaube 6. Gut, dann gucken wir. Bam. Was machen wir auf, Anze? Was fühlst du? Gibt's noch eine andere Case, irgendwie die 40 bis 80, außer die Dings da? Ja, nice, Knife Case. New Knife. Ja, mach mal die New Knives ein paar Mal, würde ich sagen. Aber nacheinander. Ja. Können wir, obwohl, ja, man könnte 10, 11, 12 knapp aufmachen, ja? Ja, das wäre auch ein geiler Titel. Wir nehmen heute die New Knives Case raus. Nacheinander, hoffentlich. Oh! Nee! Guck dir, Alter! Der kommt hier so ein Scheiß. $85. Oh, richtig Minus. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Kisten euch hier interessieren. Werden wir dann durchballern. Oh, wieder Katastrophe. Wir brauchen halt einen Banger, ne? Ansonsten habe ich das Gefühl, macht man bei so Knife Cases immer wirklich sehr, sehr viel Minus. Ja, links und vorne und hinten. Das ist wenigstens nur ein 10er Minus. Bin ich noch verkraftbar. Och man, gleich hier auch. Einfach mal das Nähe. Sogar 5er plus. Alter, dann konnten wir. Ich glaube, 12 Messer aufmachen. Ach komm, wenigstens das rechts. Oh, Alter, Alter. Oh, Junge. Da kannst du dir nicht ausdenken. Nein, nicht nochmal, Alter. Jetzt muss aber ein richtiger Bagger kommen. Alter. Zweimal hintereinander einfach nur die Hälfte raus. Oh, das war ich. Ja, Digga, ja. Da ist doch das Profit, von dem wir geredet haben, Alter. 600 Flocken, Junge. Talon Knife. 0,19%. Alter, lecker. Genau so. Das carried eigentlich komplett durchs Video, oder? Das carried. Wir können jetzt schon kein Minus mehr machen, eigentlich. Außer das kommt jetzt hier die ganze Zeit. Ganz vielleicht. Irgendwo, das Gute. Da gab es schlechtere. Ja, das haben wir schon schlechtere gezogen. Das stimmt, ja. Hier, ich. Das ist das, was man, denke ich, am meisten zieht, so, ne? Ja, also, so ein bisschen Minus, dann denkt man aber, ist ja gar nicht so schlecht, aber ist trotzdem jetzt mal ein 10er Minus, ne? Einen schönen rostigen Schadenstoffer. Supergeil, Alter. Nach der ist noch eine. Supergeil. Die vorletzte Kiste. Noch mal ein rostiger Schadenstoffer. Ja, aber der ist wenigstens Huni wert. Ich glaube, Safari müsste immer weniger. Jalla, rein da. Ah, das ist einfach so geil, so viele Knife-Kisten aufzumachen. Ah, ist auch wieder Katastrophe. Aber man sieht's halt, wa? 12 Dinger aufgemacht, 11 mal, oder, ja. Ja, und das... 10 mal Minus, einmal plus 5 und dann halt ein Banger. Genau. Da sieht man halt, dass man es eigentlich nicht aufmachen sollte. Genau, müsst ihr einfach drauf achten. So, man kann Glück haben und mal so einen Banger haben, aber wir haben jetzt wirklich 10 mal Minus gemacht, einmal $5 plus und einmal natürlich einen extremen Banger, ne? Er hätte aber genauso gut laufen können. Jetzt überlegt mal, dass dieser Banger... Oh. Ja, wir sind plus. $200 plus, das ist lecker. Aber es hätte auch sein können, dass dieser Banger gar nicht kommt, ne? Und trotzdem, dass wir 12 Kisten aufgemacht haben, sind wir trotz so einem heftigen Banger nur $200 plus. Darf man nicht vergessen. 1400 investiert, aber 1450, 1650 wieder raus. Ja, ich weiß auch nicht, sollen wir noch ein Upgrade probieren? Eigentlich könnte man 150er... Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Die Sache ist, wenn du das verlierst, so, dann hast du weniger zum Kisten aufmachen nächstes Mal. Ja, ist Waste, hast du recht. Verkaufen wir. So, haben wir jetzt wieder alles verkauft. 1699 drauf. Sieht doch lecker aus. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis bald. Da sind wir angekommen bei dem Kilo-Video hier von heute. Das kam, glaube ich, vor
8 Stunden live. Also habt ihr ein bisschen mehr Zeit als beim letzten Mal gehabt. Gehe ich den Link. Zack. Gucken, letztes Mal war es glaube ich 31. Da lädt hier ein bisschen. Ach, jetzt haben wir es hier. 58. Mal hier direkt. VIP Vlava. Gucken wir mal. Trading ist dabei. Wird abgespeichert. Glückwunsch an dich. Ich sag, haut rein.